weiß anscheinend Bescheid. Genau, Zeitmaschine, 30 Stunden. Wäre so ganz geschickt, wenn wir genau vor Mitternacht hier einfach weggehen, dann ist das Ding eindeutig als Lügenblatt. Das kannst du mal durchschauen. Das ist Journalismus, genau. Wunderbar. Ein Lügenblatt. Sie recherchieren nicht, wie ist es dann? Was ist dann nicht? Nein, die können hell sehen oder sind ein Lügenblatt. Hier, großer Aufmacher im Stuttgarter Teil, Polizei sperrt Südflügel für Abrissarbeiten ab. Mit einem großen Einsatz beginnen in der Nacht die Vorbereitung für die Arbeiten am Hauptbahnhof. Gitter werden aufgestellt, um die Baustelle gegen Aktionen von Demonstranten zu schützen. Projektgegner fordern den Abbruch aufzuschieben und so weiter. Sehr lustig, sehr lustig. Also hier weiß die Stuttgarter Zeitung schon ganz genau Bescheid. Soll ich ein bisschen weiterlesen? Nach allen Verschiebungen und Planungspannen rund um den Bahnhof wird in der Nacht nun doch etwas so laufen, wie es der Zeitplan der Bahn ursprünglich vorgesehen hat. Und jetzt wird's lustig. Also wir wissen dann Bescheid, nach Mitternacht beginnt die Polizei damit, den Schutz der Bauarbeiten vorzubereiten. Entlang des Südflügels stellen die Einsatzkräfte Absperrgitter auf und bilden eine Polizeikette, um Demonstranten vom Südflügel fernzuhalten. Die Landespolizei schützt den Südflügel zur Straße am Schlossgarten hin. Die Bundespolizei ist für den Bahnhof zuständig, um Blockaden der Schienen und eine Besetzung des Gebäudes, wie es vor 1,5 Jahren beim Abriss des Nordflügels geschehen war, zu verhindern. Der Polizeipräsident Thomas Züfle hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Polizei während des Einsatzes auf Deeskalation setzen werde. Deswegen waren in den zurückliegenden Monaten die Antikonfliktteams der Polizei auf 15 Beamte vergrößert worden. Auch die Bundespolizei hatte ihre Kommunikationsmanager im Einsatz, die gleichen Aufgaben haben. Diese Kräfte erklären den Demonstranten das Vorgehen der Polizei. Fragen wir sie doch mal, oder? Die Polizei geht davon aus, dass vor allem am Anfang der Abrissphase eine hohe Emotionalisierung unter den Projektgegnern herrschen werde. Allerdings wurde das Protestpotenzial bei der Absperrung des Südflügels geringer eingeschätzt als für den Fall, dass die Bahn in der kommenden Woche tatsächlich mit dem Fällen und Verpflanzen der Bäume im Schlossgarten begonnen hätte. Dafür fehlt dem Unternehmen die Rechtsgrundlage. Ach. Darum hat die Polizei auch ihre Planungen für einen Schutz dieser Arbeiten ausgesetzt. Wie groß die Demonstration am Abend war, stand bei Redaktionsschluss nicht fest. Die Polizei rechnete aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit einem ruhigen Verlauf. Wenn die Absperrgitter vor dem knapp 280 Meter langen Südflügel stehen, wird das Gebäude laut Bahnsprecher zunächst einmal etwa 2 Wochen lang für den Abbruch vorbereitet. Unter anderem müssen metallene Vordächer abgeflext und im Inneren diverse Bauteile abmontiert werden. Das ist jetzt auch gar nicht so wirklich interessant, aber ich habe es selber noch nicht gelesen. Ja, ich lese vor. Wo war ich denn? Unter anderem, ja, die Vordächer müssen abgeflext werden. Nach der Entkernung beginnen die eigentlichen Abbrucharbeiten, für die im Zeitplan der Bahn rund 8 Wochen angesetzt worden sind. Bis Ostern sei das Gebäude vollständig abgetragen, so der Sprecher. Naja, werden wir mal sehen. Das Vorgehen ist laut Projektleiter Stefan Penn dabei das gleiche wie am Nordflügel. Das Gebäude werde von oben Stück für Stück von Baggern abgetragen. Schonender Rückbau, genau. Was mit den Steinen aus Crailsheimer Muschelkalk passiere, sei Sache der Baufirma, die alle Gebäudeteile entsorge. Anders als beim Nordflügel muss die Bahn während des Abbruchs allerdings darauf achten, dass durch die Erschütterung nicht die Fledermäuse im benachbarten Schlossgarten in ihrem Winterschlaf gestört werden. An diese artenschutzrechtliche Auflage hat das EBA seine Erlaubnis für den Abbruch des Flügels zu dieser Jahreszeit geknüpft.
Die Bahn hat zwischenzeitlich dargestellt, wie sie die Auflagen erfüllen will, so ein Sprecher der Bonner Aufsichtsbehörde. Wir werden die Arbeiten genau verfolgen und überprüfen. Und manipulieren, Anmerkung des Moderators. Während die Bahn als Bauherr von Stuttgart 21, also trotz der unklaren rechtlichen Situation im Schlossgarten wegen fehlender Artenschutzmaßnahmen entschlossen ist, den Südflügel wie geplant abzureißen, mehren sich seitens der Politik die Appelle gegen diesen Schritt. So haben die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat und die Fraktionsgemeinschaft SES Linke einen Dringlichkeitsantrag gestellt, worin sie fordern, dass in der ersten Sitzung des Umweltausschusses am 17. Januar Vertreter der Stadtverwaltung, der Bahn und des Regierungspräsidiums über die momentane Situation im Bereich der Baustelle am Hauptbahnhof und im mittleren Schlossgarten berichten. Vor einer Klärung aller bisher aufgeworfenen Fragen müsse sich die Stadt bei der Bahn dafür einsetzen. Ich lese es nochmal. Vor einer Klärung aller bisher aufgeworfenen Fragen müsse sich die Stadt bei der Bahn dafür einsetzen, so die Forderung, dass keinerlei Baumaßnahmen am Bahnhof und im Schlossgarten durchgeführt werden. Für den Abriss des Südflügels bestehe kein Zeitdruck. Zuvor hatten bereits die Grünen im Landtag gegen die Pläne der Bahn interveniert und in einem Brief an den Bahnchef Rüdiger Grube appelliert, den Abriss des Südflügels aufzuschieben. Die Bahn sollte zum momentanen Zeitpunkt keine Arbeiten am Südflügel vornehmen, da es keinen Zeitdruck gäbe, so die Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann, die in dem Brief an Grube schreibt. Der von Ihnen vorgelegte Zeitplan der Bauarbeiten bedarf unter diesen Umständen sicherlich eine Aktualisierung. Im Sinne aller Beteiligten ist es daher wünschenswert, dass Sie diesen anpassen und den Projektbeteiligten sowie der Öffentlichkeit vorlegen. Diese von allen immer wieder geforderte Transparenz sollte uns allen wichtig sein. Nach dem Volksentscheid vom November gäbe es ein gemeinsames Interesse, dass das Projekt gelingt. Ein Abriss des Südflügels vor der eindeutigen Klärung der Rechtslage sei daher sicherlich nicht hilfreich. Tja, das war der Artikel, der schon mehr weiß, als die Realität bisher zeigt. Das Datum zeigen. Das Datum 13. Januar. Hallo, ich melde mich jetzt hier vom Südflügel bei der Straße am Schlossgarten. Es ist der 13. um 0.50 Uhr. Und wir haben jetzt hier diesen Stuttgarter Zeitung-Artikel und jetzt erzählt euch jemand hier, was wir gleich hier anscheinend seit 24 Uhr machen. Ja, los geht's. Die Stuttgarter Zeitung, Freitag der 13. ist immer für eine Überraschung gut. Die Stuttgarter Nachrichten und Zeitung schreiben schon, dass die Polizei den Südflügel für Abrissarbeiten sperrt und dass die Arbeiten voll im Gange sind, Gitter aufgestellt und die Baustelle gegen Aktionen von Demonstranten geschützt werden. Alle Demonstranten, die konnten, sind anwesend. Projektgegner fordern den Abbruch aufzuschieben, was natürlich sinnvoll wäre, weil die Rechtslage überhaupt noch nicht für den Wiederaufbau und Weiterbau geklärt sind. Wie kann man etwas schreiben, wenn es 11 Uhr abends ist, was in 2-3 Stunden erst passieren wird? Und da ist dann auch noch erwähnt, dass es Verletzte gab, oder? Das habe ich noch nicht gesehen. Aber nach der Absperrung wird der Abbruch 2 Wochen lang vorbereitet. Das heißt, sie bereiten vor, was ich nicht glaube, weil die Menge an Polizisten, die hier sind, werden dafür sorgen, dass Fakten geschaffen werden, die dann möglicherweise unwiederbringbar uns ins Hintertreffen bringen. Also auf jeden Fall steht es in der Zeitung hier drin und also wie man hier sieht, es ist 0.51 Uhr. Seite 19. Man sieht, dass wir hier noch nicht gesperrt sind und nicht gerodet. Genau, gar nichts davon.